Für mich ist der neu. Oh, die Musik ist anders. Boah, Scheibenkleister. Ah, krasse Attacke. Lustig zumindest. Und der macht das bestimmt nochmal genauso, genau. Ah, Mist. Und ich hab's trotzdem verhauen. Ja. Na, na, na. Ja. Oh. Ach. Hey, hör auf zu fressen. Er darf doch essen. Nein, darf er nicht. Er macht dadurch... Also, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Der darf nicht futtern. Nein. Der heilt sich hoch. Aua! Aber cool. Mein Fuß. So ungefähr. Interessanter Bossfight auf jeden Fall. So. Macht Spaß. Nicht fragen, ich habe den Namen von vor 5 Jahren erstellt. Ja, ja. Ist doch so. Mag sein, aber was? Wiederkehrender Schuft, besorgter Elternteil? Warum ist denn besorgter Elternteil? Und von wem wurde er besorgt? Oh, ich finde die Musik zu ihm auch cool. Du hörst das zwar gerade nicht, aber... Leider nicht. Oh. Nein! Ah! Hör auf damit! Aha. Ah. Okay, ich habe nicht so viel eingesteckt. Bisher nur 2 Schaden. Ja. Nein, nein, nein. Hör auf. Hör auf zu fressen. Und hopp, und hopp. Nur weil ich meinen Namen geschrieben habe, schreiben sie alle jetzt Kindcraft. Ja, genau, / Kindcraft. Stimmt, mein schönes Logo. Nicht / sondern ah, weiß schon. Na, stalken könnt ihr mich nicht, weil ich bin Hashtag. Natürlich inaktiv und benutze eigentlich nur den Chat. Luidmader, ich würde dir anbieten, meinen Twitter-Account zu folgen, dann können wir schreiben, privat, weil ich habe keine Lust, dass jeder meinen Namen jeder hier öffentlich bekommt. Oh, Mist! Oh! Was zum Evolution Tube! Ah, ich wette, das ist... Eisen! Ah, schön! Das war ja einfach. Oh, wie süß! Oh, das ist voll süß! Was, dass er frisst? Wie er isst. Wow! Oh Mann. Der Typ macht ganz schön Druck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nein! Oh, nicht schon wieder. Oh. Nein, 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 nicht fressen. Oh, ich bin so beliebt. Man hat sogar schon einen Account über mich erstellt. Zappy the Pooh. Zappy the Pooh. Oh Mann. Oh, komm schon. Hey, wollen wir um 10:30? Oh. Wollen wir um 10:30 aufhören, falls du bis dahin den Boss weit hast? Also ich will den Boss noch machen und dann können wir aufhören, ja. Ja. Ah. Ah. Verdammt. Nam. Fleisch. Muss nämlich um 10:30 ungefähr so. Ja. Mit jemandem besprechen, ja. Okay. Das du musst dir erstmal eine Standpauke anhören, warum du Leute hier einfach so wegmoderierst. Ah, nee, nicht diese, sondern jemand anderes. Auf okay. Die. Mir ist egal, was sie sagen. Ja, wäre auch besser so. Ha, der ist echt der beste Zwischenboss. Beste Zwischenboss hier. Ja. Ich. Es tut mir leid, aber du hast mich gezwungen zu kämpfen. Aber... Was? Habe ich etwas kaputt gemacht? Du
Das sieht niedlich aus. Unglaublich! Was? What? What? Haben die das nicht übersetzt? Das sagt doch keiner im Deutschen. Diese Trachtprügel, das war genau das, was ich brauchte, um meinen Kampfgeist zu wecken. Ich bin heute ein großartiger Zwischenboss gewesen und ich kann morgen sogar ein noch besserer sein. Oh, süß. Stell dir vor, ich könnte mich blau anmalen und wäre ein Eisboss. Boah. Das nächste Shantae-Spiel ist übrigens schon in der Mache. Ich wette, er kommt dort als blauer Eisboss vor. Ich könnte mich Schatten klonen und zwischen beiden Körpern hin und her wechseln. Oh Gott. Gut, er wird gerade gespoilert. Ich könnte am Ende eines Abenteuers in einem Bosssturm wieder auftauchen. Vielleicht auch als normaler Gegner später auftauchen. Du weißt schon, damit du dich wirklich richtig, richtig stark fühlst. Ich stecke voller Potenzial. Das ist nur das erste Kapitel im ersten Buch der Enzyklopädie, die mein Leben erzählt. Prügel hat dir geholfen. Ja, so ist das. Fragt eure Kinder. Und eure Eltern. Nein. Purpurhaarige Kriegsmaid, du bist eine echte Inspiration für mich. Oh. Ich muss jetzt los. Nimm das hier mit. Einspruch. Karte der Schlampampeninsel. Karte der Schlampampeninsel. Zur Gerichtsakte hinzugefügt. Du bist die beste und schönste Kriegerin, die ich kenne. Lebe wohl. Ciao. Ich sehe schon jeder im Chat. Er hat ein bisschen Wort gesagt. Schlampampeninsel. Ist ja auch gemein, das Wort. Ich glaube, das haben sie extra so gemacht. Ja. Sky ist wahrscheinlich schon wieder in Sequinland. Und ich sehe Rottitops nirgendwo. Ich gehe wohl zurück zum Doc. Zum Doktor. Das Tor vom Doc. Ups. Piu. Ja. Oh, das war echt Skin. Oh. Nein, ich hab da irgendwie auch was abbekommen mal. So, wie auch immer. Hüp, hüp. So, wenn wir dann im Scuttletown sind, dann hören wir mal auf. Sisi. Sisi. Oui, oui. Ja, ja. Wow. Okay, es klopft schon wieder bei mir hier an der Tür. Ich glaube, das wäre der perfekte Zeitpunkt zum Auge. Ja, ich weiß, dass du los willst. Ist schön. Nein, nein, noch nichts. Aber ich sehe als ein Bunky aus. Man kann die gut sehen. Ich sehe als Bunky. Ein wenig, ich sage mal so, die Jacke dazu, die lässt dich schon fast wieder seriös erscheinen. Ja, aber später. Ja. Ist sie als Bunky aus oder nicht? Ich denke schon. Ja, schon, ja. Ja, ja, also du hast nicht nur meine Zustimmung. Meine. Oh, hier geht's rein. Ich will da hinein. Punky. Zum Glück hört sie das gerade nicht. Oh, hier geht's gar nicht lang. Noch nicht. Da kann man bestimmt irgendwann was machen. Aber jetzt nicht. Okay, so. Hopp. 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 Ja, sie ist wirklich hübsch. Sie ist hübsch. Hübsch. So würde sie selber sagen. Ah. Oh. Ich sollte das nicht sagen, solange sie noch in der Nähe ist, sonst denkt sie, ich lästere. Ah. Oh. Das tue ich nicht. Ich rede nur über sie. Naja, wie auch immer. Hier geht's erstmal weiter und weiter und weiter. Oh, die Prinzessin! Oh, die Prinzessin! Oh, die Prinzessin! Oh, du bist es, ups. Ich glaube, ich muss mal zum Optik-Doktor. Zum Optiker? Ja. Ja. Hier in Luxemburg ist aber nicht Optiker, sondern Optik-Doktor. Optik-Doktor. Klingt mega komisch, aber naja. Klingt voll korrekt, Alter. Ich korrekt! Der macht dir deine Optik voll krass korrekt, okay. Die Frau im Hintergrund ist eine Mitbewohnerin. Ja, ich habe eine Mitbewohnerin. Wohnt sie an einer WG. Richtig. Nicht nur zusammen mit einer Spanierin, sondern auch mit einem Kater.
Und ich sehe zu, dass ich meine Stellung gegen ihn behaupte, damit er nicht der Herr im Haus ist. Oha! Ja, ich habe mich drüber belesen, was Katzen so machen, um, weiß ich nicht, zum Beispiel zu markieren, dass die Chef sind. Ich weiß, dass bei Hunden so ist, dass sie ihren Revier markieren mit, ja, aber bei Katzen? Bei Katzen erstens mal, was war, oh, die haben sich ja, wem geht's gut? Ach, den anderen. Oh. Richtig, aber Städte des Bösen gefunden. Yep. Und hast du das Böse, das sich darin befand, zerstört? Da war kein Böses, mehr oder weniger. Bisher hast du auch meine Klinge gefunden. Ich wünschte, ich hätte sie früher gehabt. Ich habe damit die Eingeweide eines bestimmten inkompetenten Häuptlings. Ach so, herausgeschnitten. Ich bin einfach so mitten und sag so. Oh, man sieht in dieser Pose ihren Hintern gut. Das erinnert mich gut, schon wieder an Overwatch. Weiter. Du bist ein lausiger Pirat. Wow, das ist ja echt nett. Die passt genau zu mir. Und ist dir mal aufgefallen, dass Risky irgendwie ihren Reißverschluss offen hat? Ich glaube eher, das ist so die Hose selbst sein. Ja. Du gibst Schlammpumpenkarte. Schlammpumpenkarte. Oh Gott. Schlammpumpen. Schlammpumpen. Das klingt wie ein anderes Wort für. Ja. Also eine komische Aussprache von. Ja, das ist so, ja, ich weiß. Das ist so Gene Erlington-Style für ein gewisses Wort. Ja! Nein, nicht ganz, nein. Schlammeppen. Schlammpampen. So, erstmal wollte ich. Habe ich denn genug von denen? Nein, ich habe nur 3. So, jedenfalls gehe ich mich hier erstmal heilen und dann gehe ich speichern. Genau. Ja. Und dann war es das auch erstmal für heute mit dem Stream. Schauen wir doch mal. So. Ich habe immer noch nichts bekommen, wodurch ich höher springen kann. Das heißt, an die letzte Dings hier komme ich immer noch nicht ran. Moment, gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit, wo ich speichern kann? Obwohl, ich gehe jetzt hier einfach durch. Passt schon irgendwie. Aua! Irgendwie. Ja, dauert ja nicht lange. Hier einmal lang gegangen. Zack, zack, zack. Einfach mal so durchgesprungen durch alles. Ja, klar. Man muss ja nicht alles tot machen, so wie am Anfang. So. Nein, ich muss das tot machen, 100%. Ja, jeden Gegner, auch wenn und er wieder... Und jetzt, wusch! Spawnt. So, das hätten wir. Okay, so, dann damit wären wir da durch das Ganze durch. Ja. Hätten wieder eine Welt geschafft, ohne Leid. Oh Mann. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wann kommt der nächste Stream? Ich weiß es nicht. Ich möchte die nächsten Tage eigentlich weniger streamen und mehr am... Anime arbeiten, ja. Also ich muss vor allem erstmal noch Folge 3 fertig umschreiben. Ich benutze jetzt auch den deutschen Sub dafür, den offiziellen. Ich habe übrigens, falls das mal jemand gesehen hat, in Folge 2 sogar Teile aus diesem deutschen Sub mit eingebaut. Also ich habe den Rest weggeschnitten und einfach nur das dagelassen, wo die Texte übersetzt worden sind. Damit auch jeder das... Ich glaube, ich werde auch nochmal die erste Folge neu hochladen. Und zwar mit Intro und mit deutschen Text-Umschreibungen. Also mit diesem... Dass man die das Sachen auf Deutsch sieht. Findet ihr, ist das eine gute Idee oder sollte die erste Folge einfach so da bleiben, wie sie ist? Also ich meine, zukünftige Zuschauer würden sich ja sicherlich drüber freuen. Na gut, so. Ich guck mir das dann einfach im Chat an, aber ich kann ja schon mal sagen, ja, tschüss an alle. War an sich schon ein schöner Stream, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja. Lass deine Freunde nächstes Mal bitte zu Hause. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nein, du musst denen das wirklich nicht sagen. Ich habe sie nicht eingeladen. Okay, ach so, na dann. Ah, die haben bestimmt gesehen, dass... Nee, im Moment konnten sie dort nicht. Woher sollen die denn wissen, dass du bei mir mit dabei bist? Wahrscheinlich haben sie von dem einen herausgefunden, der ich streame. Oh. Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall zugeklappt, eingepackt. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu irgendwas. Ich werde auch demnächst mal wieder Folgen von Layton vs. Ace Attorney hochladen. Sind ja noch aus dem letzten Stream welche übrig. Na gut. Also, naja, wieso, hier, was die erste Folge angeht, das ist nicht wirklich viel mehr Arbeit. Das ist zwei Sachen reingeschnitten und fertig. Das ist eine Sache von 10 Minuten. Naja, wie auch immer. Bye bye. Wir verabschieden uns. Tschüss. Genau.